Die fünfte Übung, die wir dir jetzt zeigen, nennt sich das Rollen mit den Armen. Mit dieser Übung trainieren wir die Fähigkeit, die Arme zu bewegen, ohne den Schultergürtel zu verspannen. Zusätzlich machen wir eine Rotation im Oberkörper, was die ganze Wirbelsäule mobilisiert. Wie schaut die Übung aus? Wir kommen aus der vierten Übung heraus, indem die Arme seitlich nach unten sinken. Und aus dieser Position starten wir jetzt in die fünfte Übung. Arme heben sich nach oben, bis wir wieder parallel sind zum Boden. In diesem Moment weißt du wieder, Schultergürtel entspannt sich nach unten, Becken ist leicht nach vorne gekippt, Knie sowieso gebeugt, unten haben wir die feste Verwurzelung zum Boden. Jetzt bewegt sich der rechte Arm, die rechte Hand nach hinten, macht hinten eine kleine ausholende Bewegung, schiebt wieder nach vor. Die Hände übergeben gedanklich etwas, linke Hand geht nach hinten, schiebt nach vor. Einatmen, rechte Hand nach hinten, der Oberkörper dreht nach rechts, schiebt mit Ausatmen nach vor. Einatmen. Nach links hinten, der Oberkörper dreht nach links, geht wieder vor. Auch der Kopf dreht nach hinten mit, wir haben also Mobilisierung in der Halswirbelsäule, und wieder zurück. Stell dir vor, du nimmst hinten frische Energie, bringst sie nach vor, holst wieder frische Energie, schiebst sie nach vor. Ein letztes Mal nach vor. Hier noch einmal dieses Spüren. Schultergürtel entspannt sich, Ellbogen entspannt, Handgelenke sinken nach unten. Ja, so einfach ist die fünfte Übung.